So, hallo meine Lieben. Ich bin gerade hier am Wursteln und machen und jetzt dachte ich mir, eins habe ich fertig und das möchte ich jetzt direkt mit dir zusammen gestalten. Soll ich euch das direkt mal zeigen? Ja. Also was ich mit euch jetzt machen möchte, ist dieses hier. Und zwar gibt es diese super niedlichen Kinderschokolade, also diese Überraschungseier in solchen, ja, Halloween-Motiven. Und die wollte ich jetzt eben noch schön verpacken, ganz einfach und schnell. Und eine habe ich jetzt fertig und jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und jetzt geht es eigentlich relativ schnell mit den übrigen. Und ich habe jetzt hier auch noch dieses Loch eingestanzt, damit dieser Typ hier oder die anderen auch durchgucken können und dann eben direkt sich zeigen können. Jetzt bin ich bloß am Überlegen, weil es ein bisschen breit macht aber nichts, ob ich da nicht noch irgendwie so ein bisschen, ihr wisst schon, dieses, ja, eigentlich wollte ich sowas Spinnenwebiges, so, keine Ahnung, was ich da habe, aber man hat ja meistens so für die Osternester noch so ein bisschen was. Mal gucken, ob ich da vielleicht noch was Passendes finde. Oder ich mache einfach so ein bisschen Watte rein. Ich muss mal gucken, was ich da habe, was man dafür verwenden könnte. Ja, eigentlich hätte ich halt gerne sowas gehabt, was so ein bisschen, ja, wie so halt spinnennetzartig ist. Aber gut, ich muss mal gucken, was sich da noch finden lässt. Ansonsten sitzt er jetzt hier drin und schaut raus. Und das Papier habe ich genommen von Craft Consortium, das Hunting, das ist ein 6x6 Inch Premium Quality Paper. Also diese Papiere von Craft Consortium, ich finde die mega, mega schön. Also ich kann da einmal kurz durchblättern. Das fühlt sich zum einen sehr, sehr schön an. Es hat eine sehr schöne Grammatur. Dann hier sieht man, dass das dann auch so einen schimmrigen Effekt hat. Die Papiere sind jeweils viermal drin. Hier, ja, Schatzi. Oh, sehr schön, mein Schatz. Meine Kleine hockt auch da und bastelt. Sehr, sehr schön. Das hat dann dieses Emboste. Das ist auch schön. Ja, einfach von der Qualität her sind die sehr toll. Hier haben wir die Fledermäuse embossed. Also nicht jedes Papier hat irgendwas Spezielles, aber viele. Jetzt warte mal, das da noch. Das hat auch nochmal diesen Schimmer. Perlmuttglanz und die hier auch. Also das ist ja die Rückseite. Und hier vorne, hinten und vorne hat man dann eben noch diese Motive, die man sich ausschneiden kann. Also kann man von diesem Block alles verwerten. Ich war immer irgendwie, ich wollte es immer nicht angreifen. Aber wenn ich jetzt sehe, was dabei natürlich rauskommt, wie cool das dann ausschaut, denke ich mir, ja komm, wozu hast du es denn? Das ist immer so typisch, dass man es dann immer nicht verwenden will. Aber was ja totaler Blödsinn ist. So, jetzt fangen wir mal an. Und zwar habe ich mir das jetzt wieder so aufgezeichnet hier auf meinem Brettal. Die Innenbox, also worin der quasi sitzt, habe ich jetzt gemacht 7x4 cm und eine Höhe von 2 cm. Das bedeutet, wir brauchen ein Papier von 11x8. Man kann es, wie gesagt, etwas kleiner machen, aber ich habe es jetzt so gelassen. Ja, also, und dann falzen wir quasi einmal bei 2 cm außenrum. Das, weil 2 cm ist ja der Rand, also die Höhe. Ich mache jetzt gleich das andere auch noch mit, weil ich habe das hier zweimal schon liegen. Deswegen mache ich das jetzt einfach direkt mit. Das andere muss ich mir dann erst noch zurechtschneiden. So, und dann gehen wir einfach her, wie bei herkömmlichen Boxen auch, und schneiden mir hier einmal diese Falzlinie raus an der Innenseite. Also sprich das, was der Rand sein wird, das sind ja die Laschen. Hier bleibe ich gerade und nach zur Lasche hin werde ich schief, genauso wie außen. Also einmal gerade und dann schräg. Und das machen wir an allen vier Seiten.
Also ich mache das immer an den gegenüberliegenden Seiten. Manche machen es so, dass sie hier schneiden, dann schneiden sie hier, dann schneiden sie hier und dann schneiden sie hier. Ich schneide aber halt immer die gegenüberliegende Seite. Alles gut, mein Schatz? Ach, du hast das genommen. Ja, sehr schön, Schatzi. Mach mal weiter noch. Kannst du mal gucken, du hast ja noch Sticker da liegen, dann kannst du auch noch Sticker draufkleben. Okay, dann nicht. Machst du so, wie es dir gefällt. Okay. Das ist immer schön. Mein Mann und mein Neffe, die schauen gerade drüben Fußball. Da war es jetzt die ganze Zeit mit drüben, aber da wird es dann irgendwann natürlich auch langweilig und dann kommt sie halt einfach, setzt sich mit her und fängt auch das Basteln an. So. Gut, dann müssen wir das einmal natürlich auch falten oder falzen. Also das ist auch eigentlich was recht Schnelles. Das mache ich jetzt auch eher so für meine Verwandten, Neffen und so. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, was dann irgendwie beim an Halloween großartig an fremde Kinder geht. Dafür habe ich dann meine schöne Kiste mit Süßigkeiten. Ich habe mir schon überlegt, weil wir wollen ja selber auch losziehen. Also so wie man das halt hier in Deutschland kann, weil da ist ja eher nicht so viel los. Aber ich finde es ganz schön, dass sie sich verkleiden kann. Das macht ihr auch Spaß. Und dann laufen wir halt eine Runde zur Oma. Wir haben schon gesagt mit Freundinnen, dass wir uns vielleicht einfach treffen und dann eine Runde laufen, mal gucken. Und die letzten zwei Male haben wir auch Kinder auf der Straße gesehen, die auch gelaufen sind. Und dann dachte ich mir, ja gut, wir sind jetzt zwar nicht zu Hause, aber ich nehme den Eimer einfach mit und dann können die Kinder, die wir halt dann auf dem Weg sehen, sich da was rausnehmen. Also das dachte ich mir, ist eine ganz schöne Idee. So. Von daher, es sei denn, mein Mann bleibt zu Hause, dann muss er das verteilen. Und wehe, der Eimer ist dann noch voll. Und da hat er es selber gegessen. Nee, Quatsch. So. Jetzt machen wir die zweite auch gleich noch. Immer schön das Stempelkissen wieder zumachen, ne? Super, Schatzi. Also das geht ja doch relativ schnell. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen Probleme gehabt mit dem Loch, weil ich konnte das nur so, weil ich habe ja diesen Handstanzer hier verwendet und mit dem konnte ich nur bis zu einem gewissen Grad reingehen von der Seite. Also hier von der Seite bin ich rein. Und dann war das aber nicht mittig. Also bin ich dann von der gegenüberliegenden Seite auch nochmal rein. Deswegen ist es jetzt nicht perfekt rund, sondern eher so ein Oval. Aber das macht mir gar nichts, weil die Figuren, die sind ja auch nicht einfach rund, sondern die sind ja auch eher breit. Von daher hat es jetzt auch ganz gut gepasst. So, jetzt muss man ein bisschen andrücken. So. Und dann haben wir auch schon wieder zwei Stück. Wie viel habe ich? Also sechs Stück habe ich insgesamt. Dann muss ich noch drei Stück machen. Aber wie gesagt, das geht relativ fix. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, weil ich habe halt von jedem Motiv eins genommen. Und diesen einen mit dem Kürbis habe ich doppelt genommen, damit es halt eine runde Zahl ist. Ich weiß nicht, das ist so ein Tick. Irgendwie mag ich das nicht, wenn das dann ungerade Zahlen sind. Deswegen habe ich dann noch eins genommen. Aber ich muss mal überlegen, ob das dann überhaupt genug sind oder zu viele oder wem ich das dann schenke. Jetzt warte mal. Eins,
2, 3, 4, 5. 5. Ja gut, dann hätte es eigentlich schon gereicht. Muss ich mir mal überlegen. Muss ich mal überlegen. Also, egal. Jetzt machen wir erst schon mal weiter. Und zwar brauchen wir jetzt, ich habe jetzt hierfür das Stärkere genommen, damit es einfach eine Stabilität hat. Ich habe jetzt aber nicht, also dieses Aquarellpapier vom Action habe ich aber nicht genommen für die Box, weil das beim Knicken einfach nicht so schön ist. Darum habe ich mich jetzt für das hier entschieden. Das war auch mal vom Action, das gibt es aber nicht mehr. Ich glaube aber, das waren 150 Gramm, ist eigentlich auch ausreichend, weil das ja dann außenrum ist. Jetzt muss ich bloß noch mal kurz messen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das waren, ja, da mache ich 7. Jetzt schaue ich ja mal, ob ich da dann 2 Stück noch rauskriege. Jetzt ist das wahrscheinlich zu schmal, oder? Nee, das passt ganz genau. Ganz genau passt es. Gut, hab ja Glück gehabt. Weil das war jetzt quasi ein A4-Papier. Ja, stimmt. Ist ja logisch, ne? 7 mal 3 sind 21. Dann passt es. So. Und dann muss ich jetzt mal gucken, weil da blieb vorhin so ein schmaler Streifen übrig. Jetzt möchte ich aber mal gucken, dass ich den nicht abschneiden muss. Und deswegen werde ich jetzt da 12,5 12,5 nehmen. Dann 4. Und da müsste es passen, glaube ich, oder? Nee, dann bräuchte ich 13. Schatzi, wir gehen dann halt rüber, wenn wir fertig sind. 13, 4, 13. Jetzt hat stimmt's. Okay, gut. So, also, dann falten wir das einmal. Jetzt habe ich mir schon mal überlegt, dass ich das Falzteil so rumlege, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man das so hält und so runterzieht, dann rutscht das manchmal so runter. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich mir das eben so hinlege und nach unten falze. Warte da mal. Jetzt brauche ich das linke. Und so rum falze. Nur bloß gucken. Nee, Quatsch. Wenn ich so halte, dann sehe ich es ja direkt. So, so passt's. Und dann nach unten. Schatzi gleich. Warte, ich kann dir das andere geben, okay? Und dann habe ich nämlich hier jetzt die Falzlinien. Schau mal, warte, geh mal, Vorsicht. So, bitteschön. So, und dann haben wir eigentlich das ganze Ding schon. Aber irgendwie ist das jetzt nicht gerade. Und das passiert mir nämlich auch manchmal beim Schneiden, dass das dann nicht gerade wird. Und das ist es auch nicht. Weil, wenn ich nämlich von oben nach unten fahre, dann passiert es mir, dass man schief wird. Und deswegen müsste ich mir eigentlich immer angewöhnen, von unten nach oben. Also halt zum Ding hin. Wenn ich das jetzt unten anlegen würde, dann wäre es egal. Ne? Dann könnte ich nach unten machen. Aber wenn ich dann das oben anlege und runter schiebe, dann kann es passieren, dass es halt dann verrutscht. Und deswegen möchte ich mir das irgendwie angewöhnen, das halt dann so zu machen, dass es dann in die Richtung geht, in der die Kante quasi ist. So, jetzt habe ich mir das hier oben noch abgerundet. Gar nicht so doll, aber halt ein bisschen, weil ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schöner, wenn das ein bisschen abgerundeter ist. So, jetzt mache ich mir das aber hier auch gleich. Kann ich ja eigentlich gleich die 13 nehmen, ne? Jetzt schaut, jetzt habe ich es wieder so. Aber ich möchte das ja eigentlich so machen. So. 13. Das ist auch irgendwie komisch. Also 13. Und dann 1, 2, 3, 4. Geht gerade so noch mit dem Falzbrett. Aber ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich das Kleine auch habe, weil das benutze ich doch lieber, wenn man so kleine Sachen hat. Wenn man natürlich große Blätter hat, die man falzen muss, dann ja, kommt man nicht drum herum.
dann ist es schon gut, das große zu haben. Also ich möchte es nicht missen, aber es ist halt praktischer oder nimmt halt vor allem nicht so viel Platz weg, wenn man auch das Kleine hat. Aber das ist wirklich ein Luxus oder Zusatz. So, nee, Quatsch, jetzt nicht erst gleich draufkleben, weil sonst kann man das nicht so schön hinkleben. So, und jetzt habe ich mir, glaube ich, das ein bisschen ausgemessen. Wo war das jetzt wieder? Bei 6. Ich habe halt das Ding reingesetzt und habe geschaut, okay, wo ungefähr ist der Kopf? Habe ich mir die Mitte also 6 cm von oben und dann 3,5 die Mitte. Das mache ich auch hier einmal. 3,5 und 6 nach unten. So, dann habe ich die Mitte und so. Und jetzt gehe ich nämlich her. Das ist jetzt ein 2 Inch bzw. 5 cm große Kreisstanze. Gehe jetzt hierher bis zum Anschlag rein und schaue halt, dass ich möglichst in der Mitte bin. Das sieht man jetzt natürlich da oben. Da oben bringt es mir aber wenig. Wenn ich so reingehe, da sehe ich den Strich nicht. So, hier. Na, ich muss es so halten, da habe ich mehr Griff. So, hier so. So, und dann gehe ich einfach von der anderen Seite auch noch mal rein und schaue halt, dass es möglichst mittig ist. War es natürlich nicht, aber dann schneide ich mir diese Ecken einfach noch mal weg. Und so passt es mir eigentlich. Das ist eigentlich schon okay, weil wie gesagt, diese Figuren sind ja nicht komplett rund, sondern halt auch ein bisschen breit und das passt dann so. So, die nächste, ich mache es jetzt Pi mal Auge, weil. Na. Aua. Jetzt war ich da zu nahe dran. So. Also, das macht jetzt eigentlich auch nicht so viel aus, wenn da so eine Ecke noch steht. Ja. Wow, zeig das mal dem Papa, Schatzi, wie schön du das gemacht hast. Voll cool. So, da ich ja diesen Kürbis hier zweimal habe, werde ich jetzt auch nochmal dieses Papier hier verwenden. Allerdings nicht in der Höhe. Jetzt muss ich nochmal gucken, was ich da gesagt hatte. Aber ich zeichne es mir jetzt einfach an. Ich glaube, das geht schneller als mit dem ganzen Gemäppe. So. Und dann gehe ich einfach her. Jetzt runde ich mir noch schnell die Ecken ab. So. Und dann gehe ich einfach her und lege mir das jetzt so drauf und fixiere mir das mit so einer Klammer und drehe es um und mache mir hier einmal dieses Ding hier rein. Und auch hier sehe ich ja dann, wo die Markierung ist, stanze ich dann das Loch rein. Und diese Kreise, naja, gut, diesen Halbkreis natürlich nicht, aber diese Kreise könnt ihr ja aufheben und dann noch für was anderes verwenden. Genauso wie die schwarzen, die hebe ich mir auf jeden Fall auf. So. Jetzt muss ich mal gucken, das geht so rum hoch. Das heißt, es wird dann hier so aufgeklebt. Jetzt ist es natürlich so, das hatte ich bei dem auch, dass es hinten, ja, das ist jetzt hier auch, ich weiß überhaupt nicht wieso, dass es drüber schaut, das schwarze aber komischerweise nicht. Aber es ist ja gut, weil hier innen interessiert es mich nicht, weil im Normalfall sollte man diese Verpackung nicht aufmachen. Weil das kann man einfach von der Seite rausnehmen, die Schokolade, und braucht es gar nicht aufmachen. So, jetzt mache ich das einmal schnell drauf. So. So, und jetzt schaut es hier zwar ein wenig raus, das macht aber wie gesagt nichts.
Jetzt mache ich mir hier das fest und fixiere mir das auch einmal kurz und mache mir hier noch ein Loch rein, damit es auf beiden Seiten gleich ist. Einfach Pi mal Daumen. Und dann habe ich hier ein Bänderl. So, jetzt knicke ich mir das aber wieder so ein bisschen rund. So. Ein Bänderl, das nehme ich doppelt. Einmal hier und einmal hier. Habe ich jetzt beide? Ja. So, und dann einfach hier durch die Schlaufe ziehen und anziehen. So, und dann schneide ich mir das eigentlich bloß noch schön ab und fertig. Ah, nein, nicht fertig. Was sage ich denn? Die Box muss doch noch neu. Schauen wir mal, ob ich das so neu kriege, dass ich das jetzt nicht nochmal aufriemeln muss. Aber eigentlich dürfte das kein Problem sein. Das biegen wir uns einfach ein bisschen so auf. Also ich halte das sowieso im geschlossenen Zustand so auf. Einfach damit das schön mittig sitzt. Und dann kann ich hier mit den Fingern lang gehen. Aber jetzt muss ich da einmal nachdrücken, damit es auch schön runter geht. Ist das jetzt richtig drin? Ja. So. So, genau. Jetzt ist das hier ein bisschen aufgeschoben. Das ziehen wir einfach wieder zu und dann ist es schon drin. Muss man gucken, ist das richtig? Ja, das muss halt, man muss halt ein bisschen warten, ne? Bis der Kleber schön anziehen konnte und dann trocknet das durch. Man könnte jetzt zum Beispiel auch hergehen und hier an den Seiteninnen das festkleben, aber wenn jetzt jemand das doch aufmachen möchte, dann wäre es ein bisschen blöd. So, und dann kann man das einfach hier rein tun und dann hat man schon seine, das ist jetzt ein bisschen weit oben, naja, passt schon. Und dann hat man seine coole Halloween-Verpackung. Einfach eine Kleinigkeit für die Kiddies und da werde ich jetzt auf jeden Fall, das ist ein wenig lang, da werde ich jetzt auf jeden Fall noch die anderen machen. Allerdings, wie ihr das jetzt schon mitbekommen habt, haben wir heute Essen bestellt. Deswegen werde ich jetzt erstmal rübergehen und was essen und dann mich gleich nochmal hersetzen und die restlichen Büchslein machen oder diese Verpackungen machen. Ja, und dann war es das jetzt auch schon. Natürlich kann man da jetzt noch hergehen und zum Beispiel, wenn man so Fledermäuse hat, da noch so Fledermäuse draufkleben oder so. Muss ich ja mal gucken. Ach nee, wartet mal, ich habe doch dieses Streudeko noch. Oh, wo habe ich denn die hin? Die habe ich doch hier. Warte mal. Wo habe ich denn die hin? Muss ich jetzt gerade nochmal gucken? Ach, wenn wir das jetzt Zeug aufladen und selber nochmal was hier hat. Soll ich mir das mal überlegen? Ach, wo habe ich denn das hin? Das ist nicht da, weil das ist noch viel zu klein. Wo habe ich jetzt das hin, Mensch? Ich habe doch vom Teddy diese Streudeko mit den Spinnen und Kürbissen. Ach Mensch, das sieht so fest nicht. Wo habe ich die hin? Die habe ich mich extra in so eine Kiste, weil die dann immer in dieser Folie da rausfliegen. Und dann habe ich die alle in solche kleinen Kiste rein. Ich dachte eigentlich, da wo meine Perlen drin sind, aber das sind die nicht. Also ich gucke jetzt dann einfach mal und dann werde ich auf jeden Fall noch weitermachen. Und dann nehme ich euch dann im Schnelldurchlauf noch mit. Und dann werdet ihr auch sehen, ob ich meine Streudeko zum Halloween noch gefunden habe. Und seht dann das Endergebnis. Bis dann. So, jetzt bin ich vom Essen wieder zurück. Und was soll ich sagen, direkt danach, also als ich auf Pause gedrückt habe, ist mir noch eingefallen, wo ich die hin habe. Und zwar in diese Boxen hier. Und da habe ich jetzt wie immer Fledermäuse, Spinnen und Kürbisse. Und da würde ich jetzt einfach was anbringen. Und zwar aber mit, ich glaube, ich hoffe mal, dass der hier das hält. Ich würde jetzt vielleicht sogar einen Kürbis nehmen.
Ja, keine Ahnung jetzt. Kommt nicht so gut rüber, ne? Oder ist lieber so eine Spinne? Gute Frage, nächste Frage. Machen wir mal die Spinne vielleicht da unten hin. Da mache ich jetzt einfach nur so einen Punkt drauf. Ich nehme mal meine Pinzette und klebe die hier drauf. Und die klebe ich da oben drauf, weil Fledermäuse sind ja eher in der Luft, deswegen oben. So. Ich glaube, so passt das schon. Weil ich weiß halt auch nicht so richtig. Das wird wahrscheinlich eh im Müll landen. Von daher brauche ich da jetzt auch nicht großartig was verarbeiten. Das ist immer so eine Geschichte, die ich nicht aus dem Kopf bekomme, denn ich weiß ja, oder ich nehme es einfach mal an, dass wenn jemand sowas bekommt, dass es ja sehr wahrscheinlich ist, dass die Sachen im Müll landen. So. Und wenn ich das schon im Kopf habe, dann fällt es mir schwerer, auch die Sachen dafür zu verwenden. Also dieses Papier ist ja letztendlich auch nicht gerade günstig. Das ist ja jetzt nicht so ein Actionpapier oder so. Deswegen fällt es mir da schon schwer, das dann für sowas zu nehmen. Aber es freut mich auch, wenn das halt schön wird. Also es ist irgendwie ein totaler Zwiespalt. Aber mei. So, und jetzt habe ich das nächste. Da wollte ich für einen Dracula gerne das hier verwenden. Das hat, glaube ich, ganz gut gepasst. Oder das. Nee, grün, glaube ich, schaut besser aus. Und ich könnte, damit ich jetzt nicht so viel anpacken muss, das rote ja dann dafür nehmen. Weil aus einem so ein Papier kann ich auf jeden Fall zwei Stück rausholen. So, und jetzt muss ich gerade noch mal gucken, was das für ein Maß war. Ach, ich müsste mir das eigentlich mal 6,8 war das, ne? Damit, oder 6,5 mal 12,5. Halt 6,5. Und dann noch die 12,5. Stimmt das jetzt? Ja, doch. Stimmt schon. So, und dann haben wir die zwei. Für die beiden. Und dann brauche ich noch eins. Jetzt habe ich mir da noch eins rausgetrennt. Ich glaube, dann nehme ich jetzt das. Oh, schön. Wie machst du denn das? Okay, na das ist ja einfach, oder? Gut. Wie nicht so einfach wie sonst, okay. Aber du gibst dir ja bestimmt ganz viel Mühe, oder? Ja. So, dann haben wir das. Weil dann kann ich nämlich einfach sagen, das Dunkle nehme ich für den Hellen und das nehme ich für das. Schaut doch ganz gut aus, oder? Also, weil das muss ja natürlich auch zusammenpassen. Jetzt kann ich da natürlich direkt mal. Ach so. Ja, doch, stimmt schon. Jetzt habe ich, meine ich habe eins zu wenig. Dann mache ich jetzt gleich mal alle Ecken rund. So. Also da mache ich dann auch alle Ecken rund, weil bei der Kante kann ich das jetzt nicht abrunden bei der Schachtel, aber das Designpapier auf jeden Fall.
Oh, ist das ein Klapptelefon? Okay. So. Und das da mache ich dann so. Schaut doch auch gut aus, ne? Was fehlt denn da? Glitzer. Schau mal, diese Stifte kannst du nehmen, die da vorne sind. Das da habe ich gemeint. Kannst du nehmen. Aber Glitzer, sollte ja. Also, wie viel braucht man jetzt noch? Wir haben eins und drei Stück braucht man noch. Dann schneide ich jetzt erst einmal das noch zusammen und ich denke, dass ich da dich nicht lange warten lasse, sondern das so ein bisschen vorspule, beziehungsweise im Schnelldurchlauf. Jetzt siehst du ja, wie ich das gemacht habe und wie die anderen noch aussehen werden am Ende. Ich bin auch schon gespannt, weil das Papier ist halt schon echt cool, ne? Also, dann machen wir mal. Also, ich wollte das jetzt zeigen und habe gar nicht dabei geredet. Und zwar kann ich euch auch den Tipp geben, die Schere nicht so freihändig zu führen, sondern hinten die abzulegen auf der Hand, die das Papier hält, weil man dann so viel mehr Kontrolle hat. Ich habe mir das letztes Mal schon gedacht, weil das habe ich immer im Nail Design gemacht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel den Pinsel geführt habe, dann habe ich immer, war ich nie freihändig, also ich war nie in der Luft, sondern ich habe mich immer entweder an mir oder bei der Kundin oder sonst was abgestützt. Und das Gleiche ist hier, aber so, wenn du jetzt so schneidest, wie siehst du, wie ich wackel, da hat man überhaupt keine Kontrolle. Bin ich so, dann habe ich viel mehr Kontrolle und es geht auch viel schneller. Also das einfach mal als kleiner Tipp am Rande. Vielleicht hilft dir das ja. Ich weiß nicht, ob man das automatisch direkt so macht oder ob das manche auch freihändig machen. Aber wie gesagt, so hast du halt einfach viel mehr Kontrolle, das zu schneiden. Ja, Schatzi. Okay, ich schaue es mir dann an, okay? Thank you.
Da. Ich habe jetzt noch dieses hier gefunden. Das war mal noch zu unserer Hochzeit. Und das schaut doch schön, so ein bisschen zumindest nach Ding aus. Jetzt schauen wir mal, das kann man nicht reißen, oder? Nee. Ich schneide jetzt einfach mal so ein paar Streifen ab. Einfach in der Breite, dass ich das dann einfach so ein bisschen reinlegen kann. Ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht hier noch so drüber kleben soll. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Also jetzt schauen wir mal. Das tue ich jetzt einfach mal so rein. Vielleicht so ein bisschen schräg, dass das so ein bisschen hoch steht. So, so ist es eigentlich nicht schlecht, oder? Aber diesen Streifen, also man braucht auf jeden Fall zwei Streifen, weil einer ist zu wenig pro Ding. Also für innen rein haben wir eins. Wir brauchen jetzt fünf Stück noch. Oh, geht es auch einfacher? Jetzt warte mal. So ist doch gut. Viel schneller. Also eins, zwei. Drei. Ha. Vier. Fünf. Jetzt wenn ich dann so einen schmalen Streifen. Ich denke, das sollte schon ausreichen. Jetzt schauen wir mal, wenn ich das einfach hier so ein bisschen drüber klebe, dann mache ich einfach so einen Klecks da drauf. Das wird ja dann eh durchsichtig. Und dann klebe ich das jetzt noch so ein bisschen schräg da drüber. Jetzt lasse ich das erstmal so trocknen und dann ist das so ein bisschen so eine Art Spinnennetz. So. Hauptgeneider. So. Ja, das, wie das jetzt rausschaut, das ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, na jetzt komm. Hä? Ist doch jetzt wohl nicht falsch rum, oder? Das wär's ja. So. Und dadurch, dass der Kleber ja dann eh durchsichtig wird, sieht man das ja dann nicht mehr. Und das soll halt einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Spinnenwabe weben. Waben. Spinnenwaben simulieren. Ich finde es sehr hübsch geworden.
Allein schon wegen dem Designpapier finde ich es doch sehr hübsch geworden. So, jetzt hoffe ich, ich konnte dir so ein bisschen was zeigen, dich ein bisschen inspirieren, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!